Es war Hightech, als Ludwig II. 1875 im wohl ersten beleuchteten Fahrzeug der Welt durchs verschneite Allgäu fuhr. Und es ist Hightech, wenn er es heute auf den Computern des Virtual Reality Pioniers Jürgen Dudowitz tut. Ludwig der Märchenkönig und Hightech? Ja, viele sagen, dass der Ludwig ein Spinner ist oder war. Das ist er nicht gewesen. Es war ein Visionär mit verrückten Ideen zu einer Zeit weit voraus. Er hat Dinge gedacht, die damals noch für unmöglich gehalten worden sind und hat sie auch realisiert. Wenn ich an die Glühlampe denke, an seinem Schlitten mit Bleibatterien. Die Frage, wo er die hergehabt hat, ist heute ungeklärt. Offensichtlich 4 Jahre, bevor Thomas Alva Edison das Patent zur Erfindung der Glühlampe angemeldet hat. Seit Jahren sind Jürgen Dudowitz und Professor Gerd Hirzinger dieser unbekannten Seite des Märchenkönigs auf der Spur. Etwa hier am Alpsee, für den der König sich einst einen kühnen Plan ersann, zusammen mit seinem Theatertechniker Friedrich Brandt. 1869 schrieb er ihm: Hast du über jenes Unternehmen dich klar gemacht? Wenn, was mir sehr unlieb wäre, unser durch Gas zu betreibender Luftwagen bis zum November nicht fertig zu bringen ist, so bitte ich dich dringend, den Pfauenwagen zu bestellen. Dieser kann leicht in sehr kurzer Zeit vollendet werden. Wenn es mit Gas durchaus nicht gehen sollte, so können wir ihn mittels Drähten fliegen lassen. Ein Traum, für den der König alle verfügbaren Fachaufsätze studierte, von dem jedoch noch niemand so richtig wusste, wie er funktioniert. Das Problem war, dass der Brandt hat dann den Georg Dollmann, das war der Chefarchitekt damals und auch ein guter Techniker, dass der den nochmal gefragt hat, ob das denn ginge, denn es sind immerhin 1200 Meter, etwas mehr sogar. Und der Dollmann hat dann gerechnet und gesagt, also eigentlich kann grundsätzlich so eine Seilbahn ohne Zwischenstützen nur knapp 500 Meter lang sein. Letztlich musste der König schweren Herzens dann diese Idee aufgeben. Auch einen anderen Münchner beschäftigt die Technikbegeisterung des Märchenkönigs, Jean-Louis Schlimm, ein Sammler und Buchautor, der durch Zufall auf Ludwig den Avantgardisten stieß. Zum Ludwig bin ich eigentlich ganz kurios gekommen. Ich habe in einem Wirtschaftsarchiv gearbeitet beim TÜV Süd. Und da bin ich dann, habe ich das Archiv eingerichtet und bin irgendwann auf ein Dokument gestoßen, das eben der damalige Dampfkessel-Revisionsverein, der Vorläufer des TÜV Süd, sich beehrt, seiner Majestät die Dampfkessel in Betrieb gehen zu lassen. Und da haben wir gedacht, Moment, Märchenkönig und Dampfkessel, da passt was nicht. Der Technikhistoriker ist auf den Isarhöhen unterwegs, Ort eines anderen Traums von Ludwig und der Grund, warum er München später gerne mied. Die Liebe zwischen Ludwig und München kann man als gescheitert ansehen, weil, glaube ich, München nicht bereit war, die Ideen von Ludwig so richtig wahrzunehmen. Ludwig plante hier zusammen mit Richard Wagner und dem Architekten Gottfried Semper ein Festspielhaus. Ein neuartiges, mit modernster Theatertechnik, in dem nicht mehr die Gesellschaft, sondern die Bühne und die perfekte Illusion der Darbietung im Mittelpunkt stehen. Es war eine Planung auch Musik der Zukunft, das war schon den Leuten überhaupt schon mal sehr suspekt. Dann eine Bühne der Zukunft und ja, was soll das denn werden? Man kennt das ja nicht, ob das nicht da alles schief geht. Also lieber mal die Hände davon lassen. Und nachdem Ludwig ein paar solche Pleiten, wenn man so will, erlebt hat, ist es klar, dass die Stadt ihm nicht mehr sonderlich zugesagt hat, weil die Stadt ihm eben nicht das genehmigt hat zu machen, was er machen wollte. Die Stadt hat ihn ganz einfach genervt. Doch links liegen ließ der König die Stadt nie. 1868 gründete er die heutige TU. Später holte er die erste internationale Elektrizitätsausstellung nach München. Seine Hofbühnen machte er zu den ersten elektrisch beleuchteten Bühnen in Deutschland. Das Gärtnerplatztheater hatte er zuvor schon vor dem Ruin gerettet. Und dann war da noch die Residenz. Mit Ludwigs legendärem Garten Eden. Eisenarchitektur auf dem Dach des 4. Stocks. Sie sehen, da gibt es keine Stützsäulen.
Die war zu der damaligen Zeit absolut en vogue. Also die war in Paris, gab es Wintergärten in dem Stil, aber in der Größenordnung ist es in München wirklich, war das auch einzigartig. Jürgen Dudowitz und Professor Gerd Hirzinger haben die Pracht dieses Meisterwerks bayerischer Ingenieurskunst in einer virtuellen Zeitmaschine wieder begehbar gemacht. Der wurde ja damals aus Kostengründen wurde der abgetragen, weil natürlich auch das so teuer war, diesen künstlichen See da oben zu erhalten. Der See hat geleckt, das Wasser ist in die unteren Stockwerke der Residenz getropft. Und das wäre schlichtweg zu teuer gewesen. Aber wenn dieser Wintergarten jetzt noch existieren würde, dann wäre es sicherlich einer der bedeutendsten Locations von München. Zehn Jahre später hat Ludwig dieses Hightech-Wunder der vollkommenen Illusion andernorts noch weiter perfektioniert. Mit seiner elektrisch beleuchteten Grotte von Schloss Linderhof. Das wird viel zu wenig thematisiert in Bayern. Das ist bayerische Weltgeschichte. Werner von Siemens hatte kurz vorher das dynamoelektrische Prinzip erfunden. Und damit konnten diese Generatoren gebaut werden. Was sich Siemens-Ingenieure dazu einfallen ließen, war Bayerns erstes Elektrizitätswerk. Das wohl erste überhaupt. Es ist ja die weltweit größte künstliche Grotte und von daher auch spannend. Und das mit den vielen Lampen, es waren bis zu 500 Lampen, viele technische Tricks dabei. Das ist einfach für uns auch begeisternd. An seinem Traum vom Fliegen hielt der Märchenkönig mit immer neuen Ideen sein ganzes Leben lang fest. Umso trauriger, welches Ende der Traum zuletzt fand. Letztlich hat ihm diese Idee geschadet. Eine vom Pfauen gezogene Gondel durch die Lüfte. So hat er geschrieben, er möchte mit dem Fritz Brandt auf eine Pfauengondel durch die Lüfte fliegen. Da hat der Psychiater ihm gesagt, das kann er nur schreiben, wenn er einfach nicht mehr im geistigen Besitz seiner Kräfte ist. Seine Psychiater und viele Zeitgenossen nannten die technisch weit in die Zukunft weisenden Visionen des Märchenkönigs schlicht verrückt. 5 Jahre nach seinem Tod brach dann ein gewisser Otto Lilienthal zu seinem ersten Gleitflug auf und 17 Jahre später die Brüder Wright zum ersten Motorflug. Wer weiß, was Ludwig II. Uns noch geschenkt hätte. Hätte er nur etwas länger gelebt.